Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute wieder mit einem Interview. Ich habe eine ganz, ganz tolle, junge, attraktive, eine Ehefrau, Mutter und Zahnarztunternehmerin, erfolgreiche Zahnarztunternehmerin zu Gast, nämlich die Renate Badke. Frau Dr. Renate Badke ist Zahnärztin. Mensch, wie wird man denn Zahnärztin? Ja, hallo Holger. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Gerne. Fühle ich mich sehr geschmeichelt, ein Teil von deinem coolen Podcast zu sein. Wie wird man Zahnärztin? Das war bei mir ein Zufall. Also das war in der Oberstufe mussten wir Pflichtpraktikum machen und da war die Frage, ja, was mache ich denn da? Und irgendwie war da nicht wirklich was dabei. Und Hotel, das hat sie ja schon mal gemacht, so ein Praktikum bei einer großen Hotelkette in Köln. Und hatte dann auch im Intercontinental in Köln Bewerbungsgespräch und war rechtzeitig da. Es war alles richtig und gut. Und dann bin ich aber, warum auch immer, göttliche Fügung, Schicksal, man mag es nennen, wie man es möchte, in die völlig falsche Richtung gelaufen. Also ich hätte irgendwie nach links gemusst, bin aber nach rechts gelaufen, kam dann völlig zu spät zu diesem Vorstellungsgespräch und das war eigentlich dann schon erledigt. Hätte ich eigentlich schon direkt gehen können, weil gerade so im Hotelbereich ist Pünktlichkeit das Ding und Zuverlässigkeit. Und naja, dann hatte ich keinen Platz und das war eben nur noch eine Woche bis zu diesem Praktikum. Da dachte ich, oh Mist, ich hatte keinen Plan B. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ja, meine Mama, die arbeitet ja in Bonn in der Zahnklinik bei den Studenten, die macht da die Prothesen und die Zahnspangen. Hast du da nicht mal Lust, da zu gucken? Ich so, ja, so Zahnärztin, warum eigentlich nicht? Meine Zahnärztin fand ich auch immer sehr sympathisch und nett und die war, ich fand die super. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht, das war toll. Also da habe ich echt direkt gemerkt, boah, das ist dein Ding. Jeden Tag mit anderen Menschen zu arbeiten, sich immer wieder neu auf Leute einzustellen, um das Handwerkliche, also man muss ganz klar sagen, Zahnarzt und Zahnmedizin läuft nicht, wenn man zwei linke Hände hat, also da muss man auf jeden Fall Talent mitbringen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und also dieses Helfersyndrom hat ja irgendwie auch jeder Arzt oder Zahnarzt in sich. Und das ist eine super Kombi. Und dann habe ich das auch meiner Zahnärztin erzählt und die sagte, ist auch super für Familie, mach das. Du kannst das wunderbar vereinen, weil du bist dann irgendwann dein eigener Chef und kannst selber bestimmen, wie viel du arbeiten willst. Wow, ja. Yeah. Und das war dann so mit 18, 19 und dann war das irgendwie gesetzt und dann gab es auch kein Zurück mehr. Nee. Also war der Zufall eigentlich gar kein Zufall, sondern du bist auf den richtigen Weg gerückt worden. Ja, irgendwer hat mich dahin geschubst und ja. Das passiert ja einem irgendwie, es ist mir schon öfters irgendwie im Leben passiert, dass man einfach irgendwie irgendwo hingelenkt wurde, im ersten Moment vielleicht gar nicht genau versteht, was ist hier los und was soll das jetzt? Weil im ersten Moment, auch bei diesem Bewerbungsgespräch, war ich sehr enttäuscht, auch von mir selber natürlich. Aber alles passiert mit einem bestimmten Grund und das war dann schlussendlich der Grund. Ja. Da wird sich manch einer der Zuhörer fragen, ach, ist ja interessant, das ist eine echte Berufung bei der Renate, dass das gemacht hat. Die hat ja gar nicht da am Geld geguckt, weil in Volkes Meinung ist ja immer noch oft so nach dem Motto, ach, Zahnarzt, Zahnärztin, Praxis aufmachen, dicken Porsche vor die Tür stellen, Haus bauen und dann Häuser als Altersversorgung aufbauen. Ja. Das war ja bei dir gar nicht im Fokus, das Geld. Nee, überhaupt gar nicht. Nein. Also wenn man sich für einen Weg entscheidet und einfach weiß, das ist dein Ding, dann kommt das Geld von alleine, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn du einfach von Herzen irgendwo dabei bist und das für die Menschen machst und jeden Tag noch in den Spiegel gucken kannst, bei allem, was man irgendwie tut, dann kommt der Erfolg wirklich von alleine. Also ich habe ja jetzt, seit 2019 bin ich ja jetzt auch selbstständig mit in der Praxis als Partnerin drinne. Und das war schon eine Umstellung, will ich auch gar nicht sagen. Aber es ist war einfach, keiner wusste, wie es wird. Und wir haben es einfach gemacht. Und wir haben gar nicht drauf geguckt, oh Mist, noch nicht so und so viel Umsatz oder das oder wie auch immer. Das war einfach, wir haben einfach geschaut, wie es klappt. Und es hat wunderbar geklappt, weil das nicht unser Fokus war, sondern arbeiten, weiterentwickeln. Wie funktioniert das als Partner, also als BAG, als Berufsausübungsgemeinschaft? Und wenn man da nicht die Energie reinsteckt, sondern da, wo
wo dann die Leidenschaft drin ist sozusagen, dann kommt das echt von alleine. Ja. Und um deine Frage zu beantworten, dass Zahnärzte sich nach 2 Jahren Assistenzzeit selbstständig machen und direkt, ich glaube in einem Podcast von dir kam das auch, einen Praxisvertrag machen, dann irgendwie einen Porsche unterschreiben und direkt das Haus kaufen. Das war mal, also das ist nicht mehr das Ding. Das kann man mit Sicherheit auch erreichen. Das sind auch ambitionierte Ziele, jetzt außer der Porsche, aber das klar, jeder träumt irgendwie vom Eigenheim und sich irgendwann mal so niederzulassen und was zu schaffen. Ich bin ja jetzt auch Mutter geworden und dass man irgendwie so für die Familie ein Haus oder eine Heimat schafft sozusagen, das klar, auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch nicht nur von meinem Beruf abhängig. Mhm. Aber ich mache den Beruf nicht, weil ich viel Geld verdienen will, sondern weil mir der einfach mega Spaß macht. Also eine ganz wichtige Botschaft auch für die Community, mach das, wo du Spaß und Freude dran hast und dann bist du auch erfolgreich, wenn du erfolgreich arbeitest, in deinem Fall für deine Patienten da bist, die merken das, dann kommen die, dann machst du auch entsprechend Umsatz und hast auch nachher Geld. Das Geld kommt immer hinterher. Absolut. Ja, ganz wichtig. Aber lass uns zurückspringen, noch nicht in die Praxis, du hast ja erstmal dann Zahnmedizin studiert. Ja. Wie ist denn das so mit ungefähr 95% Mädels im Zahnstudium? Das sind doch die Zahlen so ungefähr, oder? Ja, genau. Also du sprichst da echt was Wahres an. Also es ist, als ich angefangen habe zu studieren, das war 2008. Ich habe in Aachen studiert und da war der Männeranteil so bei 30-40%, würde ich jetzt mal sagen, nicht sogar eher 30. Also über die Hälfte war auf jeden Fall weiblich und ich hatte das Riesenglück, einen super Studiengang oder Jahrgang, sage ich jetzt mal, erwischt zu haben. Bei uns gab es das gar nicht so mit, dass man sich gegenseitig irgendwie was nicht gegönnt hat oder sonst irgendwas. Wir waren eine super Gemeinschaft, also Männer und Frauen zusammen. Mhm. Man merkt schon, Frauen gehen einfach grundsätzlich anders an ein Studium dran als Männer. Frauen sind immer so vorbereitet und schreiben immer alles fleißig mit. Und die Männer bei uns im Studium waren halt dann eher so, dass sie eher ein bisschen entspannt haben oder mal hier und da auch nicht da waren. Ja. Dann aber technisch super gut waren. Also wir hatten auch 2 Zahntechniker bei uns im Studium und die haben uns dann auch mega geholfen. Also das war ein Geben und Nehmen. Ja. Nur jeder hat da so seine Vorteile gehabt und um zum Thema Frauen in der Zahnmedizin so ein bisschen einzugehen. Also man wird leider, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, es hat sich nicht viel geändert, 0 auf den Beruf vorbereitet. Mhm. Gar nicht. Auf die Selbstständigkeit schon mal überhaupt gar nicht. Es wird sehr, sehr viel Fachwissen transportiert. Es ist sehr viel Auswendiglernerei. Man muss natürlich auch ein medizinisches Grundwissen in vielen Bereichen haben, also Pharmakologie, Dermatologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, das sind alles so Sachen, wo man eine Ahnung haben muss. Mhm. Es geht also nicht nur um Zahnheilkunde, ganz wichtig auch, ne? Nee. Es geht immer um den ganzen Menschen. Handwerklich muss man gut drauf sein, hast du schon gesagt. Natürlich muss ich in der Lage sein, eine anständige Prothetik zu machen. Ich muss einen Zahn ziehen können, versorgen können und so weiter. Aber ich muss auch Ahnung haben von den ganzen, vom ganzheitlichen, wie du sagst, Dermatologie, Hautgeschichten, Hals, Nasen, Ohren und so weiter. Ja. Und Pharmakologie natürlich auch. Was schreibst du für Medikamente bei welchem Krankheitsbild? Genau, ne? Genau. Das finde ich auch absolut sinnvoll. Also das sind auch Sachen, wo ich wirklich sage, okay, das brauche ich auch in meinem täglichen Alltag als Zahnärztin, dass ich da einfach Know-how haben muss. Natürlich nicht in der Tiefe, wie jetzt ein Allgemeinmediziner oder ein anderer Facharzt jetzt zum Beispiel. Aber ich finde, dass das Thema, wie sieht mein Beruf überhaupt aus? Also nicht nur das Fachliche, sondern wie arbeite ich später? Was gibt es überhaupt für Gesellschaftsformen zum Beispiel? Mhm. Das lernst du nicht. Es gibt kein Fach darüber, gar nichts. BWL, nichts. Ja. Wie geht man mit Geld um? Wie ist eine Praxis überhaupt aufgebaut? Wie funktioniert das Unternehmertum? Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist natürlich nicht nur bei euch Zahnärzten der Fall, auch bei den Humanmedizinern. Das war bei mir auch so. Ich habe ja Betriebshauptschullehrer studiert in Köln, habe Steuerrecht gemacht und so weiter. Da hieß es immer vom Professor, ihr werdet ja mal in irgendwelchen Konzernen toll da sein, aber letztendlich gesehen, den ersten Tag im Beruf, ich habe von 0 Ahnung gehabt, aber das zu 100%. Ja, richtig. Also, das kann ich so fast auch für unseren Beruf unterschreiben.
Also man hat im Studium natürlich einfach einen gewissen Rahmen, wo bestimmte Behandlungen auch abgesteckt werden, wo man sagt, okay, du musst so und so viele Füllungen vorweisen können, so und so viele prothetische Leistungen. Dieser Alltag aber in einer Zahnarztpraxis, wenn du das nicht selbstständig, privat, dir einfach irgendwie in den Semesterferien da anguckst, ne, wie arbeitet ein Zahnarzt wirklich, wie geht das ab in einer Zahnarztpraxis, dann kriegst du erstmal große Augen an deinem ersten Tag, weil du hast da nicht 3 Stunden Zeit für eine Frontzahnfüllung, sondern 20 Minuten und dann hast du eine Helferin und jede Praxis arbeitet mit anderen Materialien, die du nicht kennst. Und es ist du wirst ins kalte Wasser geschmissen, was an sich auch gar nicht mal immer schlecht ist, würde ich mal sagen, weil dadurch hast du eine ganz andere Motivation. Du musst halt irgendwie dann gucken, klarzukommen. Mhm. Man entwickelt sich da unheimlich weiter, auch noch als Persönlichkeit. Du stellst dich dann Herausforderungen. Genau. Und das, und da fängt es halt auch mal an, richtig spannend und interessant zu werden. Und du lernst das, was du dachtest, dass das dein Beruf ist, du fängst nochmal von vorne an. Ja. Also es ist total spannend, und die Erfahrungen kann man in einem Studium einfach nicht sammeln. Mhm. Das geht einfach nicht. Also man kann das im Studium nicht abstecken sozusagen. Hast du dir das so vorgestellt, dass das so läuft mit dem Studium? Viel Theorie, wenig Praxis? Ich war vielleicht auch ein bisschen sehr blauäugig. Also was heißt blauäugig? Aber ich habe es einfach angefangen zu studieren. Also man nimmt auch einfach alles hin. Ja. Da kommt irgendwie ein Stundenplan und in der Zahnmedizin war es zu uns zumindest in Aachen so, da ist alles von vornherein geregelt. Wirklich vom ersten Semester bis zum 10. Semester ist ganz klar vorgegeben, da wird das gemacht, da wird das gemacht, da wird das gemacht. Und dann machst du es einfach. Und was ich sehr schade finde, ist, was auch in dem Zahnmedizinstudium gar nicht so oder überhaupt gar nicht gemacht wird, ist die Persönlichkeitsentwicklung von einem Arzt, von einem Unternehmer. Das einzige Mal war das im Semesterferien, hatten wir einen Kurs, da wurden wir gefilmt bei einer Schauspielsituation. Wir hatten Schauspielpatienten, das waren Schauspieler, die dann eine bestimmte Behandlungssituation mit uns durchgegangen sind und wir konnten uns danach selber analysieren. Kommunikation, wie habe ich meinen Inhalt rübergebracht? Was ist meinem Patienten angekommen? Und das war mega, das war total toll und das war eine Woche in 5 Jahre Studium. Und aber immerhin. Immerhin. Das wünsche ich mir für die Zukunft der Zahnstudenten auf jeden Fall, dass die da in ihrer Persönlichkeit auch nochmal irgendwie ein bisschen gestärkt werden, weil Kommunikation ist das A und O in der Zahnarztpraxis. Sowohl zu den Patienten als auch zu deinen Mitarbeitern, als auch wir Partner untereinander. Dann Kommunikation nach Hause, privat. Das sind halt auch alles so Sachen, die du erst lernst. Und klar, musst du auch deine Erfahrungen machen, aber so ein Grundbesteck oder so Grundhandwerkszeug wäre super, wenn man das an die Hand bekäme. Ja, wäre, ne? Ja. Hätte Fahrradkette, das heißt, du gehst deinen eigenen Weg und du hast natürlich eins gemacht, nach dem Studium hast du erstmal 2 Jahre Assistenzzeit zu machen. Genau. Wo bist du denn da gewesen? Ja, da habe ich so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Also, meine allererste Stelle war in Köln im Zentrum in einer großen Praxis. Da war ich geschlagene 6 Wochen und wurde dann gekündigt. Das war eine super Erfahrung. Das war vom Zahnmedizinstudium kam ich in den Modus, hier ist eine Aufgabe, führe die aus, denk nicht selber nach. Mhm. Ja, weil wie gesagt, dieses eigenständige Unternehmen, das gab es einfach nicht so. Und meine Chefin, die ich da hatte, war mit meiner Leistung nicht so ganz zufrieden. Irgendwie waren wir auch einfach nicht auf einer Wellenlänge und es ging sehr schnell ums Geld verdienen und das bist du gar nicht gewohnt. Also du musst direkt gucken. Also Geld verdienen, das heißt Umsatzvorgaben für dich. Du kriegst ja ein Fixum und das Fixum musst du selbst wieder rein verdienen. Das heißt, willkommen beim Zahnarztunternehmen. Richtig. Da geht es nicht nur um schöne Zähne zu machen, um das Handwerk, sondern es geht wirklich darum, auch die Kosten natürlich zu verdienen und dann noch einen veritablen Gewinn übrig zu haben. Richtig. Also da ging es, das war dieser kalte Sprung ins Wasser. Mhm. Es geht hier ums Geld verdienen. Man muss natürlich auch sagen, eine
Praxis in Köln, die da im Zentrum liegt, hat einen ganz anderen Fokus, ein ganz anderes Konzept, ganz andere Aufstellung als in der Praxis, wo ich jetzt quasi bin, die im ländlichen Bereich angesetzt ist. Die haben ganz andere Fixkosten, die die decken müssen. Mhm. Natürlich ist da der Druck ein anderer und die hatten dann damals auch noch eine Erweiterung auch geplant in dem Gebäude für keine Ahnung wie viele Millionen Euro. Ich komme halt nicht aus so einem Haushalt, wo es darum geht, Geld zu verdienen um jeden Preis, sondern ich habe das als Mensch gelernt, Zahnmedizin. Mhm. Und ich wollte für die Patienten. Also du warst familiär praktisch nicht vorbelastet, wie deine Mutter, Vater haben was mit dem zahnärztlichen Beruf zu tun. Auch gar nicht selbstständig. Ganz anders. Auch eine neue Hürde. Genau. Ja. Und das hat einfach irgendwie nicht gepasst. Also ich bin da irgendwie nicht, das war einfach, der Sprung war einfach zu krass für mich. Auch meine Persönlichkeit hat da einfach nicht reingepasst. Mhm. Wir sind nicht zusammengekommen. Ja. Kam die Kündigung, es war irgendwie eine Erleichterung, weil ich bin da mit Bauchschmerzen hingegangen, jeden Tag. Es war wirklich grausam und sie haben mich erlöst. Im Nachhinein bin ich auch super dankbar dafür, auch da. Hm. Ne? Man weiß nicht. War auch wieder kein Zufall. Kein Zufall, ne? Man, in dem Moment versteht man nicht, wozu es gut war, aber es war halt zu etwas gut. Dann war ich in Düsseldorf in einer Praxis. Das war dann das komplette Gegenteil. Das war eher in so einem sozialen Brennpunkt. Da habe ich dann relativ schnell viel arbeiten können. Also ich wurde da sehr schnell allein gelassen. Konnte aber auch immer fragen. Das war schon okay. Aber da ging es dann erstmal richtig zur Sache und da bin ich immer so richtig eingestiegen. Ich hatte dann direkt irgendwie nach 2-3 Wochen Terminbuch voll. Mhm. So, und jetzt Gas geben. Und ich weiß noch, meine alte Chefin, die ist teilweise echt ins Zimmer reingekommen, hat die Tür aufgemacht, hat einfach nur so mit ihrem Zeigefinger auf die Uhr getippt und hat die Tür wieder zugemacht. Nach dem Motto, sieh mal zu, dass du, ne, das war dann schon, du musst es einfach machen. So. Mhm. Man muss eine starke Persönlichkeit sein, man muss das aushalten können. Natürlich habe ich auch, wie gesagt, Tage und Nächte gehabt, wo ich dann auch mal Bauchschmerzen hatte oder auch mal geheult habe, wo ich echt dachte, ey, was geht denn hier ab? Was ist eigentlich mit dieser Welt los? Ne, bis man das aber dann mal von einer ganz anderen Seite sieht, kommen wir ja später vielleicht noch zu. Und das war eine harte Schule, aber das war eigentlich meine beste Schule, weil ich konnte da zahnmedizinisch echt mal richtig Gas geben. Ich habe da nichts verdient. Also 1,5 brutto. Das sollte 1.500 brutto, nicht netto. Ja, als angestellte Zahnärztin dann nach dem Studium denkst du dir auch so, okay, ich bin jeden Tag mit Bus und Bahn, ich habe damals in Köln gewohnt, mit Bus und Bahn nach Düsseldorf gefahren. Stadt, ja. Ja. Und war eine harte Schule, aber ich habe das auch von zu Hause so mitbekommen, von nichts kommt nichts und du musst da durch. Weil Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das gilt überall und die Assistenzzeit ist, finde ich auch, absolut berechtigt dafür da, dass man einfach auch, man macht einfach Überstunden ohne Ende, man arbeitet, du hast keine Umsatzbeteiligung, man hat das Gefühl, man arbeitet dem Chef in die Tasche rein und fährt mit diesen 1,5 brutto nach Hause. Mhm. Das war schon krass irgendwie. Was ja nichts ist, das haben ja ungelernte Leute heutzutage, ne? Ja, also was auch, um es in deiner Sprache zu sagen, das Learning daraus war, ist zum einen, ich hätte auch für mein Geld reden können. Ja, ich hätte ja auch hingehen können und sagen, hier hör mal, ich mache dir den und den Umsatz, ich bin hier deine zweite Vollzeitkraft, ich bin deine Kopie vom Umsatz. Was ist hier los? Ne? 1,5 Brutto. Mit Reden meinst du verhandeln? Ne? Genau, das lernt man auch nicht. Auch nicht im Studium das, gelernt. Wenn man das nicht von zu Hause kennt, und das kannte ich gar nicht. Weil zu Hause das Thema war, sei froh, dass du eine Arbeit hast. Ja, und nur über Geld spricht man nicht. Wenn der Arbeitgeber dir das bezahlt, sei brav und lieb und lerne etwas. Genau. Okay. Also ne, man war immer dankbar, dass man eine Arbeit hatte und ob das dann jetzt optimal bezahlt war oder das war nie das Thema. Mhm. Sich umzugucken, wo kann man vielleicht irgendwo sich anders besser positionieren oder sonst gar nicht. Ne? Und ich muss jetzt auch dazu sagen, dass damals meine Freundin, die Nathalie, mit der ich auch studiert habe in Aachen, mein Kompagnon hier aus Waldbröl, wir kennen uns, weil unser Zug nach Aachen war der gleiche. Sie ist immer ich bin immer eingestiegen in den Zug und wir sind zusammengefahren, sind an den Wochenenden immer nach Hause gefahren. Und unter der Woche haben wir halt in Aachen studiert und gewohnt. Und damals wusste ich aber schon, damals, als ich in dieser Praxis in Düsseldorf gearbeitet habe, dass meine Zukunft in Waldbröl ist. Das wusste ich damals schon. Ich hatte damals dann dieses Angebot bekommen. Kannst du dir vorstellen, langfristig in Waldbröl zu arbeiten? Wir würden, also mein Vater ist Zahnarzt und wir würden gerne
noch jemanden mit ins Boot nehmen? Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und ja, konnte ich, weil ich auch ja, heimatverliebt bin. Hennef ist, also, ist halt meine Heimat und Waldbröl ist jetzt eine halbe Stunde weg. Das ist echt machbar. Und wusste das. Und dann musste ich aber noch ein Jahr warten sozusagen, weil meine Freundin halt dann noch in der Praxis war beim Philipp. Und ihre Assistenzzeit dort zu Ende gemacht hat. Und da ich so, nee, also ich halte das hier in Düsseldorf nicht aus. Ich werde hier ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und ich muss noch ein Jahr irgendwie rumkriegen, sozusagen, habe mich dann nochmal neu beworben und bin dann auch wieder im kompletten Gegenteil, wieder in Köln, wieder in der Innenstadt, aber in einer anderen Praxis gelandet, die ja sehr, sehr groß ist, sehr modern, sehr Fokus war Implantologie. Hochästhetische Zahnmedizin, das war das komplette Gegenteil. Ne? Also wirklich von ja, Kassenlösung, ne? Eine Prothese nach der anderen, Implantate war da überhaupt gar kein, gab es einfach nicht. In Düsseldorf, ja klar. Also in Düsseldorf-Garat, ne? In diesem sozialen, ich will es nicht sagen unbedingt sozialer Brennpunkt, aber sozial schwacher Bereich, sage ich jetzt mal. Und dann so von 0 auf 100, also da ging es dann echt dann wieder los und da habe ich dann aber nochmal so die Chance ergriffen, sozusagen, mich nochmal auch anders zu entwickeln, was das Mindset auch angeht, dem Patienten gegenüber. Ich habe früher das so empfunden, wenn etwas gekostet hat oder wenn der Patient etwas für die Zahn, ja, für den Zahnersatz bezahlt hat oder für die Füllung, dass ich ihm da irgendwie was abknüpfe. Ich habe das eher negativ gesehen. Also ich hatte Probleme damit, über Geld zu reden, auch von zu Hause aus. Und habe nicht gesehen, dass das eine Dienstleistung von mir ist und das dem Patienten Vorteile bringt. Und für den Patienten ja, wichtig ist, also oder das ist für ihn, dass der, er hat den Pluspunkt. Ja, also das ist eine ganz andere Denkweise, die daran kam. Das kam auch durch die anderen Ärzte und das kam auch durch das Umfeld und einfach, was diese Praxis auch hergegeben hat. Also es war echt Zahnmedizin auf höchstem Niveau. Da habe ich das so ein bisschen, hat sich das geändert. Also da war das dann eher, dass ich probiert habe, oder die Einstellung zu Geld und die Einstellung über Kosten zu reden, war da eine andere als in Düsseldorf. Das heißt, du hast Zahnmedizin mehr als Leistung kennengelernt, als, wo du genau als Zahnärztin dem Patienten ein Angebot machst, nach dem Motto, du kannst eine normale Füllung haben, du kannst aber auch ein Inlay haben, du kannst aber auch ein Implantat haben. Genau. Kostenunterschiede, ästhetische Unterschiede, Haltbarkeit und so weiter. Auf einmal bist du in der Argumentation drin. Du hast verkaufen gelernt, hast offerieren gelernt, du kannst A, B oder C haben, Vor- und Nachteile, du lieber Patient darfst, du musst dich entscheiden. Genau. Ja, man muss, und das ist auch nach wie vor so, nur ein aufgeklärter Patient kann auch entscheiden. Wenn der einfach nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt, ist es schwierig. Man kann natürlich in einem Patientengespräch das so lenken, dass es in eine gewisse Richtung geht. Absolut. Das geht. Ne? Das ist ein Kommunikationstraining, sage ich jetzt mal, die man machen kann. Ich finde aber, es ist ein Feingespür, was man auch lernt, ist, man muss einfach den Patienten auch kennen. Und ich weiß einfach von vornherein, geht das eher in die Richtung oder geht das eher in die Richtung? Und dahingehend beratet man dann auch. Wenn ich da jemanden sitzen habe, wo ich einfach weiß, der hat den und den Hintergrund, natürlich spreche ich das Thema Implantate auch an. Aber da kommt sofort, nee, das kommt für mich gar nicht in Frage. Ne? Und ganz oft ist das so, dass man das auch gar nicht probieren muss, weil die einfach vom Kopf nicht dabei sind. Und dann gibt es andersrum dann auch wieder Patienten, wo man dann denkt, für die ist das vielleicht auch nichts. Dann spricht man das an und dann ist da auf einmal ein plötzliches Interesse da, weil die sehr viel Wert darauf legen, gute Zähne zu haben, ästhetisch schöne Zähne zu haben. Deswegen finde ich das nicht fair, wenn man nicht über alles aufklärt. Und wir bieten alles an, unsere Praxis ist breit aufgestellt. Aber es ist nicht immer die High-End-Lösung möglich, finanziell. Ja. Aber du sprichst was ganz Wichtiges an. Das hängt ja, in Deutschland ist das Wort Verkaufen immer ein bisschen verpönt. Verkaufen ist immer so negativ. Aber ich sehe das immer so, als Berater, du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich, mache ich Offerten, spreche über Vor- und Nachteile und ich sage es jedem, weil es ist immer schwer, Menschen einzuschätzen. Du hast gesagt, dem einen Patienten sagst du, den sieht man vielleicht gar nicht an,
der kann sich das vermutlich gar nicht leisten, so eine teure Lösung. Aber wenn du mittlerweile siehst, es werden Autos auf Pump gekauft, es wird Urlaub auf Pump gemacht, warum will ich nicht oder kann ich nicht auch für meine Zähne anständiges Geld investieren und ausgeben? Und das, finde ich, ist die Aufgabe eines Zahnarztes in der Aufklärung zu sagen, die Möglichkeit gibt es und du musst und kannst entscheiden, wie du das Ganze machst. Genau. Ja? Also willkommen in der Marktwirtschaft, ist in jedem Bereich das Gleiche, auch in der Zahnmedizin. Ne? Ja. Und also, das, was du angesprochen hast, die Kommunikationsfähigkeit ist da gefragt. Wie gehst du mit dem Patienten um? Auch diese, was ich herausgehört habe, du hast diese Empathie, dieses Einfühlen, diese Einfühlung. Wie kann ich mit dem Patienten damit umgehen? Wie tickt er nach dem Motto? Genau. Also man muss sich wirklich, das ist auch das, was ich eben schon mal ein bisschen erwähnt habe, dieses Einstellen auf die verschiedenen Menschen. Ja. Jeder sitzt da auf deinem Stuhl und hat einfach einen ganz anderen Hintergrund. Ja. Du weißt nicht, was bei denen zu Hause abgeht. Du weißt nicht, wie die finanziell aufgestellt sind. Du weißt nicht, was sie für ein Mindset haben. Wie wichtig ist das Thema Gesundheit? Sind die an einer kurzfristigen Lösung interessiert oder an einer langfristigen Lösung? Ja. Das muss man alles herausarbeiten. Und das Thema Verkaufen ist, gebe ich dir völlig recht, ist in Deutschland negativ behaftet. Das finde ich auch so. Nur wenn ich jetzt für mich spreche, wenn ich etwas brauche und ich brauche Zähne zum Kauen, wenn ich merke, mir fehlen irgendwie Zähne, ich kann nicht mehr vernünftig kauen, ich kaue immer nur noch auf der einen Seite, es fängt mein Kiefergelenk schon an, Schmerzen zu machen, dann habe ich einen Bedarf. Mhm. Und dann möchte ich die bestmögliche Beratung. Und ich möchte natürlich wissen, was gibt es alles für Möglichkeiten, kann ich festsitzend über Implantate, ich kann eine Prothese, die man sieht, ich kann eine Prothese, die man nicht sieht, wie auch immer. Wenn ich mir ein neues Wohnzimmer kaufe und ich weiß, ich habe einfach einen Bedarf, dann gehe ich in den Laden und dann erwarte ich die bestmögliche Beratung. Was gibt es? Und dann kann ich individuell selber ja nochmal entscheiden, okay, was ist mein finanzieller Rahmen, wo kann ich mich drin bewegen? Und dann ist das für mich klar. Mhm. Nur die Chance zu vertun, jemanden über alle Möglichkeiten aufzuklären, finde ich als Arzt, absolut notwendig. Und du hast es ja gelernt, wie ich das höre. Ja. Zwar nicht im Studium, aber learning by doing in der Praxis hast du das gelernt. Ja, ja. Also es ist auch, natürlich arbeitet man jeden Tag an sich selber und man hat ich bin auch noch lange, lange nicht fertig mit meinen Erfahrungen, man lernt jeden Tag, also auch mein Senior-Partner, so wie wir ihn liebevoll nennen, der Philipp, der das ist der Philipp, den Holländer, er ist Mitte 50, auch jahrelanger Mandant bei mir im Hause, ich kenne ihn also auch ganz gut, kenne seine alte Praxis, jetzt das tolle neue Baby, was er neu aufgebaut hat, die neue Praxis. Ja, ein sehr erfahrener Zahnarzt, der immer noch sich weiterentwickelt. Ganz, absolut, ganz toll, ja. Ja, und dieses Weiterentwickeln, das ist auch im Beruf von der Zahnmedizin oder als Zahnarzt, entwickelt man sich automatisch weiter. Man hat immer, es ist immer irgendwas da. Die Medizin an sich verändert sich. Na, also die Digitalisierung in der Zahnmedizin hat ist da so präsent. Man kann heutzutage schon fast digital, komplett digitalen Workflow machen. Wenn man das nicht mitmacht, dann hat man in 5 Jahren ein ganz großes Problem. Ja. Und das ist das wegen dem Thema Weiterentwickeln. Natürlich A, als Persönlichkeit immer, weil mit jedem Patienten lernst du irgendwas. Jeder Patient fordert dich neu heraus. Dadurch entwickelst du dich auch weiter. Jeder neue Mitarbeiter fordert dich irgendwie anders raus und du entwickelst dich. Aber auch die Zahnmedizin selber entwickelt sich wahnsinnig schnell und da muss man echt am Ball bleiben. Sonst wird es schwierig. Ja. Du hast jetzt schon 2 wichtige Sachen angesprochen. Das eine, Zahnarzt in der Zahnarztpraxis, das ist ein Unternehmen. Ja. Du hast mit Patienten zu tun, du musst kommunizieren können. Und wir haben uns über die Technik unterhalten. Die Technik hat sich auch rasend schnell weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, wie in jedem anderen Job auch oder gerade bei Zahnärzten, was da heutzutage technisch alles möglich ist. Das heißt, auch dem musst du aufgeschlossen sein. Ja. Thema, wie komme ich am Patienten dran? Marketing, Social Media ist ja mittlerweile auch ein Thema für euch Zahnärzte. Absolut, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist so, dass der Philipp in den 30 Jahren, wo er jetzt als Zahnarzt tätig ist, in Walpole auch niedergelassen ist. Früher war das alles über Mundpropaganda. Ne? Er fing an, leeres Terminbuch, das Telefon klingelt, juhu, der erste Patient kommt. Und das ging dann auch relativ schnell relativ gut, weil er einfach gut ist. Ja, also er ist menschlich,
er ist fair und macht Qualität. Ja. Und das spricht sich irgendwann rum, gerade in einem Dorf. Mhm. Und diese Einstellung, die haben wir auch. Also das merken wir auch, viele Patienten kommen nach wie vor auf Empfehlung. Mein Nachbar, meine Mama ist bei ihnen, meine Freundin ist bei ihnen. Ihr habt ja den Einzugsbereich nicht nur Waldbröl, sonst kommen Leute eine halbe Stunde, Stunde mit dem Auto durchaus angefahren zu euch. Ja, ja, absolut. Der Philipp hat sich da echt was aufgebaut und durch diese Vergrößerung der Praxis ist das jetzt auch nochmal stark gewachsen. Nichtsdestotrotz reicht es aber nicht nur auf Empfehlungen zu bestehen und das als einziges Marketingmittel auszustöpfen, sage ich jetzt mal. Wir arbeiten noch dran, das könnten wir auf jeden Fall auch noch ausbessern. Wir haben jetzt auch eine neue Webseite, die jetzt hoffentlich bald online geht. Da haben wir, also mein Mann ist halt Webanalyst und da haben wir irgendwie noch mal so ein bisschen dran gearbeitet. Die Webseite, die jetzt aktuell noch die noch aktuell ist, die wird überarbeitet oder ist schon überarbeitet. Es fehlt noch so der letzte Feinschliff, dass die auch einfach nutzerfreundlicher ist. Weil viele Patienten sind ja jetzt einfach auch mit dem Smartphone unterwegs und wenn die irgendwie Zahnarzt Waldbröl eingeben, dann soll sofort auch der Anrufbutton da sein und wenn die auf unsere Homepage kommen, dass die sofort die Kontaktmöglichkeit auch haben. So jetzt anrufen oder hier Termin vereinbaren, das musst du einfach haben heutzutage. Weil ne, dieser Umweg dann, wo steht denn jetzt hier die Telefonnummer und dann muss man die noch abtippen und das geht nicht. Ne? Es muss einfach gemacht werden und man einfach... Das sind Kleinigkeiten, die aber letztendlich darüber bestimmen, ob du als Praxis im Fokus bist oder nicht. Genau. Ja? So, das war nun der erste Teil des spannenden Interviews mit der Zahnärztin Frau Dr. Renate Badke. Freu dich auf Teil 2.